Hallo zusammen, willkommen zu diesem Video, in dem es um die Frage geht, wie erstelle ich ein Farbschema oder eine Farbpalette, eine Farbharmonie, wie auch immer man es nennen möchte. Dieses Thema ist für mich tatsächlich durch das Bullet Journal wichtiger geworden, weil ich es ja jetzt nicht mehr so handhabe, wie es üblich ist, also dass man sich ein Thema aussucht und danach dann den Monat gestaltet, sondern da ich möchte mir jetzt ein Farbschema setzen und danach dann halt die Gestaltung kreieren. Und da habe ich festgestellt, gibt es tatsächlich das ein oder andere Problem, beziehungsweise das ein oder andere zu beachten. Und ich sage euch jetzt nicht, so ist der einzige Weg, wie man ein Farbschema zusammenstellen kann, sondern einfach nur, so mache ich es. Und ich hatte bisher zwei verschiedene Wege, an die Sache ranzugehen. Variante 1 war zum Beispiel so, wie es im Februar war. Dort hatte ich nämlich ein Objekt und habe daraus dann das Farbschema abgeleitet. Und zwar handelte es sich dabei um das hier. Das ist ein Lavendelstrauch. Kunstblümchen. Auch dort kann man jetzt, wenn man dann so ein Objekt hat, das man irgendwie hübsch findet und sich das gut als Basis vorstellen kann, gibt es jetzt zwei Varianten, wie man dort dann das Farbschema ableitet. Das erste, was ich gemacht habe, ist, das Objekt abzufotografieren, weil ich es haptisch zu Hause hatte. Möglicherweise benutzt ihr dann aber dafür bereits sowieso ohnehin eine Bilddatei. Das öffnet ihr dann in ein Bildprogramm eurer Wahl. Ich habe jetzt noch die Farbwerte halt so eingestellt, dass die Farben so, wie ich sie ursprünglich haben möchte, gut zur Geltung kommen oder halt genau so sind, wie ich sie haben möchte. Diesen Schritt kann man aber auch weglassen, je nachdem. So, und jetzt kommt der Trick, jetzt machen wir das Ganze unscharf. Bei meinem Programm GIMP ist es so, dass ich oben halt die Kategorie Filter habe. Dort klicke ich dann drauf, dann auf Weichzeichen und dann auf Verpixeln. Und wenn man dann das Bild wirklich stark verpixelt, sodass nur noch so Blöcke da sind, dann hat man das Farbschema. Daraus erkennt man dann, welche Hauptprimärfarben in diesem Bild eine Rolle spielen. Das ist mein Tipp Nummer 1. Das funktioniert sehr gut, funktioniert immer, egal bei welchem Bild. Oder wenn ihr es konkreter haben wollt oder auch ein Bild habt, was ihr gerne abmalen würdet und nicht so genau wisst, was genau ist das da jetzt für eine Farbe, ist das jetzt warmer oder kalter Bereich, nehmt die Pipette. Und klickt dann damit auf den Bereich, dessen Farbe ihr wissen wollt. Er wird euch automatisch ein Farbspektrum vorgeben, beziehungsweise die Farbe auch erst einmal einordnen. Das ist tatsächlich auch beim Malen eines Bildes sehr hilfreich. Und dann müsst ihr dann gucken, welche Farben sind jetzt hier die wichtigsten. Klickt darauf und dann gibt er euch halt die Farbe praktisch vor. Und daraus ergibt sich dann unser Farbschema, was wir benutzen können. Wenn ihr das Bild digital malt, ist damit praktisch schon alles vorgegeben. Ich allerdings arbeite jetzt mit traditionellen Farbmitteln und dort ist es generell immer noch mal so ein bisschen schwierig, weil selbst wenn man theoretisch weiß, was für eine Farbe man haben möchte, diese dann auch wirklich zu erreichen oder diese sich zu ermischen, ist dann halt auch immer so eine Sache. Und generell habe ich festgestellt, ergibt sich auch beim Malen dann immer noch ganz viel. Ich war mir bei diesem Bild tatsächlich für den Februar nicht einmal sicher, ob ich jetzt mit Acryl oder doch eher mit Aquarellen arbeiten möchte und habe dementsprechend auch beides erstmal ausprobiert. Das ist generell testen, ausprobieren, vorher sich so kleine Farbskalen machen, so kleine Thumbnails, also kleine Skizzen sich zu machen und dort zu gucken, funktionieren die Farben wirklich miteinander, ist sehr hilfreich. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel erst mit Acryl gearbeitet und habe mir dort, wie gesagt, erstmal so ein paar Sachen zusammengemischt. Durch das vorherige wusste ich ja, in welche Richtung die Farben gehen sollten und habe dann, wie gesagt, einfach so ein bisschen zusammengemischt, bisschen geguckt, was harmoniert nicht so, was funktioniert gut und halt auch schon mal das Bild, was ich halt eigentlich erzielen möchte, schon mal so ein bisschen ganz dudelmäßig, nur so ein bisschen vorgemalt, so ein bisschen geguckt, wo könnte es hingehen, um auch einfach ein Gefühl dafür tatsächlich zu bekommen. Und witzigerweise jetzt hier im Acryl ist es tatsächlich eher blaulastiger, also mehr so die blaue Range der lila Töne, wenn ihr versteht, was ich meine, ist es hier dann bei rausgekommen. Und dann habe ich aber tatsächlich das Ganze noch einmal auch mit Aquarellen gemacht, weil wenn ihr das Video gesehen habt, ist es letztendlich tatsächlich ein Aquarellbild auch geworden. Und habe dort vom Prinzip her das gleiche wieder nochmal neu gemacht. Also habe mir halt Farben zusammengemischt, habe mir dann auch notiert, welche Farben ich zusammengemischt habe, damit man das vielleicht auch noch weiß, wenn man nicht sofort im Anschluss das Bild malt. Und habe halt geguckt, so welche, wenn ich welche Farben zusammenmische, kommen welche Lilatöne dabei raus. Habe die untereinander nochmal so ein bisschen gemischt, wie gesagt, um einfach so ein Gefühl für auch das Mischen einfach zu bekommen. Und dadurch kamen hier tatsächlich nochmal leicht andere Farbranges bei raus, als es bei den Acrylfarben gewesen ist. Also hier ist es tatsächlich eher die wärmere, die rotlastigere Variante, Magenta-Variante von den Lilatönen geworden. Und auch drei Lilatöne statt nur zwei und so. Also wirkt dadurch in der Praxis ergibt sich dann nochmal das eine oder andere. Die zweite Variante, an die Sache ranzugehen, ist erst ein Farbschema zu haben und dann daraus die Gestaltung abzuleiten. So habe ich es zum Beispiel im Januar und auch im März gehabt. Nehmen wir jetzt mal das aktuellere Beispiel, nämlich den März. Dort war es tatsächlich so, dass ich
eine Hauptfarbe hatte, beziehungsweise eine Farbe es gab, die ich einfach hübsch fand, und das war Mauve. Mauve ist das hier. Das ist so ein Puder-Roseton und ich mag generell gerne so eine Puderfarben tatsächlich. So, und jetzt geht es darum, sich um diese Farbe, die man sich ausgesucht hat, sich ein Arrangement zu kreieren, das farblich gut dazu passt. Und auch dort gibt es wieder verschiedene Varianten, wie man an die Sache rangehen kann. Wir gehen die jetzt einzeln mal durch. Im Falle von diesem Mauve war es tatsächlich so, dass das in so einer Palette drin war. Also dort sind bereits welche Farben gut zusammengestellt worden, die allesamt untereinander harmonieren. Das macht das natürlich einfacher. Beziehungsweise da hat sich halt schon jemand hingesetzt und sich Gedanken gemacht, welche Farben zusammenpassen könnten und welche eben nicht. Vielleicht dort auch als ein kleiner Nerd-Tipp, was auch ein bisschen random ist. Es gibt tatsächlich ja auch so eine Farbpaletten, so aus dem Baumarkt zum Beispiel. Ich hatte da vielleicht mir so ein paar mitgenommen und habe da so tatsächlich so einen Farbfächer. Und dort sind auch die verschiedenen Farben aufgeschlüsselt und welche in jeweiligen Farbfamilie und die untereinander werden funktionieren. Also so dieses Monochrome, also in einer Farbfamilie zu bleiben, sind dort solche Paletten zum Beispiel, so eine Farbpaletten, wahnsinnig hilfreich. Aber gut, vielleicht hat ja nicht jeder so eine Farbpaletten zu Hause. Macht ja auch nichts. Wozu gibt es das Internet? Auf verschiedensten, ich nenne es jetzt mal Bildportalen, egal ob über Suchmaschine oder über Pinterest zum Beispiel. Pinterest ist wahnsinnig hilfreich bei sowas generell. Ideensammlung und sowas, Findung, ist wahnsinnig hilfreich. Auch dort kann man einfach mal nach Farbpaletten suchen und dort wird man die verschiedensten Varianten vorfinden, die allesamt in einer Farbharmonie sich bewegen. Aber wir stellen uns jetzt halt mal die Frage, was steckt denn für ein System dahinter, hinter diesen Farbpaletten? Warum funktioniert das? Denn kommen wir jetzt mal wieder zu meinem Beispiel zurück. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine Farbe und wollte selbst darum herum eine Farbfamilie erstellen, sodass das halt irgendwie funktioniert. Dort ist es tatsächlich hilfreich, wenn man jetzt eine Farbe hat, aus der gleichen Farbfamilie noch eine Farbe mit hinzuzunehmen. Wie gesagt, Mauve ist halt ein Puderton, aber durchaus ein Roseton. Also alles, was so in die rosa-rot-Schiene geht, wird dazu funktionieren. Es ist dort, wenn man sich die Farben selbst zusammenmischt, generell hilfreich. Vielleicht noch eine andere Farbe. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier halt so einen dunkleren Ton. Denn auch dort so generell hat man als Ausgangsfarbe einen sehr hellen Ton. Es ist vielleicht sinnvoller, das abzudunkeln als für eine zweite Farbe. In diesem Fall ist das hier übrigens Kaminrot. Oder hat man eine dunklere Farbe, ist es vielleicht hilfreich, die dann aufzuhellen. Also damit man auch im Bereich hell und dunkel eine gewisse Varianz hat. Und habe halt dieses Kaminrot mit diesem Mauve gemischt und habe dadurch halt so einen schönen putrigen Magenta-Ton erhalten. Und dadurch wird das funktionieren die beiden Farben sehr gut zusammen. So, jetzt waren wir in diesem rosa-rot-Bereich. Also ist es zum Beispiel hilfreich, als auch so einen leichten Kontrast noch mit reinzubringen, was trotzdem harmoniert, sich die andere Seite des Farbkreises anzugucken. Weil Rot-Rosé ist ja zwischen Magenta und Gelb. Also habe ich jetzt geguckt in dem Bereich zwischen Gelb und Cyan, also in dem blauen Bereich. Also Cyan ist blau, also aus Cyan und Gelb wird was? Grün, richtig. Schön, dass wir aufgepasst haben bei der Farblehre. Und auch dort hatte ich tatsächlich dann zuerst einen helleren Grünton und dann wieder einen dunkleren Grünton, um einfach halt auch wieder so eine hell-dunkel-Varianz mit reinzubekommen. Also tatsächlich nach der Farblehre wäre jetzt hier die verbindende Farbe witzigerweise das Gelb. Weil wie gesagt, ich bin halt bei der einen von der Magenta-Seite über das Gelb rüber, da, also ne, Rot-Rosé-Töne. Und dann mit dem Grün halt auf der gelben Seite des Cyan-Ebene. Also wie gesagt, wenn ihr euch halt so einen Farbkreis vorstellt. Dementsprechend als Kontrastfarbe, ich würde übrigens immer empfehlen, noch eine Kontrastfarbe mit reinzubringen, um das Ganze einfach interessanter zu gestalten, die trotzdem nicht schmerzt, wenn man es anguckt, wäre in diesem Fall tatsächlich ein Gelbton zu wählen. Muss man aber auch nicht. Ich habe hier auch einen Blauton getestet, auch einen Lilaton. Und auch das würde super funktionieren, habe mich letztendlich tatsächlich auch für diesen Blauton entschieden, um einfach den kompletten Farbkreis einmal zu haben. Und auch das funktioniert. Aber wie gesagt, generell finde ich, ist immer so ein bisschen interessanter für so ein Bild noch, wenn man halt so diese Kontrastfarbe drinne hat. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses Bild hier, was ich gemalt hatte, ich glaube für den September aus dem letzten Jahr Bullet Journal. Dort hatte ich ja auch wieder diesen lila Ton tatsächlich, das dann leicht abgewandelt, sodass so ein Braunton bei rumkam, dann noch in Kombination mit diesem hübschen Blauton, was alles gut harmoniert und dann als Kontrastfarbe, zum einen in diesem Fall jetzt hier tatsächlich das Weiß, aber Weiß zähle ich nicht als Farbe mit, genauso wie Schwarz nicht, das sind Helligkeitsabstufungen, sondern dieses Gelb von diesem Blatt. Das ist in diesem Fall die Kontrastfarbe, die trotzdem harmoniert, weil auch dort sind natürlich so ein bisschen mit reingemischt und so, ne? Nicht so auffällig und krass, aber das ist hier zum Beispiel auch nochmal so ein Eyecatcher. Oder dieses Bild hier zum Beispiel, was insgesamt sehr blaulastig ist, also generell mit kälteren Farben spielt und dort ist die Kontrastfarbe die Motte in der Mitte, die mit Braun, mit einer sehr warmen Farbe daherkommt.
Oder bei diesem Bild hier mit dem Herbstwald zum Beispiel, was ja sehr warme Farben sind, dort wäre dann eine Kontrastfarbe vielleicht auch eher in den kälteren Bereich zu gehen. Also immer mit warm und kalt arrangieren. Und hier wäre es zum Beispiel dieses Grau. Oder auch hier wieder ist sehr viel Blau im Hintergrund, was ja auch generell eher kalt ist und so. Ist ja auch ein Winterbild, haha. Und dort als Kontrastfarbe dann natürlich dieses Gelb-Orange, was eine warmlastige Farbe ist. So, ne? Also man kann ja auch gerne mit Warm- und Kalttönen arbeiten. Also das wären jetzt in diesem Fall zwei Varianten, indem man sich so seine Kontrastfarbe sucht, wenn man generell eher in einem Farbschema geblieben ist, dann eins von dem anderen Spektrum zu nehmen. Also hatte man vorher kalte Farben, dann eine warme Farbe oder eben andersherum. Oder indem man eben entweder genau die verbindende Farbe sich aus dem Farbkreis nimmt oder die genau entgegengesetzte. Das wären da jetzt so meine Varianten, die ich euch mit an die Hand geben würde oder so, wie ich es halt gerne mache. Okay, gut. Das war's dann soweit auch gewesen. Das waren meine Varianten, wie ich mir halt so ein Farbschema zusammenstelle. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass das die einzigen Wege sind oder dass das generell der beste Weg ist, wie man das machen kann, aber das ist halt so, wie ich es mache. Ja, und das war's dann soweit auch von meiner Seite aus. Das war's dann auch von diesem Video gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!